Das ist ja eine Thematik, von der man seit einigen Jahren schon weiß, dass sie auf uns zukommen wird. Was kann jetzt in der Tat realistisch noch gemacht werden? Naja, man muss erst mal erklären, um was es geht. Freizügigkeit bedeutet, dass jeder europäische Bürger arbeiten und leben kann in dem Land seiner Wahl, aber eben arbeiten. Und das ist das Entscheidende. Wer nur hierher kommt, nicht um zu arbeiten oder zu studieren, sondern hier Sozialhilfe zu kassieren, muss wieder gehen. Das sieht übrigens heute das Recht schon vor. Mhm. Können wir da vielleicht noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen? Ja. Das Sozialgesetzbuch sagt ja nach Paragraph 7 relativ deutlich, unter welchen Umständen man überhaupt Anspruch auf Sozialleistungen hat. Die Gruppen, um die es hier geht, wenn die hierher kommen, die haben doch erstmal überhaupt gar keinen Anspruch. Wo ist also das Problem? Also, völlig richtig, die können hierher kommen, können erstmal Arbeit suchen und dann, wenn sie sagen, wir haben Arbeit gefunden, dann ist es in Ordnung, dann können sie hier auch arbeiten. Oder wenn sie sich selbstständig gemacht haben, ist auch in Ordnung. Aber dann gibt es natürlich viele, die arbeiten gar nicht. Oder sie sind nur zum Schein selbstständig. Das muss man denen natürlich nachweisen, so wie sie auch einen Schwarzarbeiter kontrollieren müssen, müssen sie das nachweisen. Und wenn sie das nachweisen können, ist er ausreisepflichtig und sie können ihn zurückschicken nach Rumänien oder Bulgarien oder wo immer er herkommt. Aber wenn das alles jetzt schon so ist, worin besteht Ihr Problem gerade? Also ein Problem besteht darin, dass Sie am nächsten Tag im Grunde wieder zurückkommen können. Mhm. Denn Freizügigkeit heißt, da gibt es keine Beschränkung. Und meine Forderung ist, zu sagen, wir brauchen eine Wiedereinreisesperre. Für diejenigen, die wir rausgeschmissen haben wegen Betrug oder versuchten Betrug, muss es eine Möglichkeit geben, sie auch dauerhaft außer Landes zu halten. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, auch mit dem Europäischen Gerichtshof klären müssen, wenn es um die Auslegung der einschlägigen europäischen Richtlinie geht. Wie wollen Sie das durchsetzen auf europäischer Ebene? Na gut, also wir werden zunächst mal natürlich mit den Rumänen und die Bulgaren auch das Gespräch suchen. Die bulgarische Regierung ist jetzt zurückgetreten, also da wird es ein bisschen schwieriger. Ja. Aber in zwei Wochen werde ich meine Innenministerkollegen, wer immer dann für Bulgarien zuständig ist, treffen. Wir werden als erstes mal darüber reden, wie die Verhältnisse für die Menschen vor Ort in Bulgarien, Rumänien verbessert werden können, damit sie gar nicht auf die Idee kommen, nach Deutschland zu kommen. Darüber hinaus werden wir auf europäischer Ebene, denn das Problem des Freizügigkeitsmissbrauchs wird genauso die Franzosen und alle anderen auch treffen, müssen wir darüber reden, wie wir die einschlägigen Gesetze so ausgestalten, dass eine solche Wiedereinreisesperre für Freizügigkeitsbetrüger, sage ich mal, etabliert werden kann. Und ich bin überzeugt, dass es dafür auch eine Mehrheit geben kann. Wir brauchen die Richtlinie gar nicht ändern, wir müssen sie nur anders interpretieren. Herr Friedrich, gibt es aber nicht auch die Möglichkeit, all diejenigen, die hierher kommen, die kommen ja aufgrund einer rechtlichen Verfügung, die gibt es, sie kommen zu Recht erst einmal hierher, vielleicht ihnen beizustehen und ihnen zu helfen, ihnen in die Legalität zu helfen, mit Jobangeboten, mit Integrationskursen, die eben nicht davon abhängig sind, dass ich bereits im Sozialsystem drin bin, um eben Sozialbetrug zu verhindern. Na klar, also jedem, der hierher kommt in der Absicht, hier wirklich zu arbeiten und seine Steuern zu zahlen, dem muss auch geholfen werden, überhaupt keine Frage. Wir reden über die, und das ist eine leider nicht unbeträchtliche Zahl, die hierher kommen, um abzusahnen und unser Wohlstand sozusagen auszunutzen. Und für die kann es kein Pardon geben, die müssen zurück. Alle anderen, denen wird geholfen, selbstverständlich. Gibt es die Möglichkeit, ziemlich theoretisch gedacht, ich gebe es zu, dass man das, was an Kosten entsteht bei Sozialbetrug, den Ländern, den Herkunftsländern in Rechnung stellt? Naja, sagen wir mal so, das Gegenteil ist ja so, dass wir den Ländern heute schon Geld geben, dass sie für gute Verhältnisse für die Menschen vor Ort sorgen. Und es würde uns schon sehr helfen, ja, wenn sie das Geld, das wir ihnen zur Verfügung stellen, über die europäischen Fonds und Kassen, wenn sie das so verwenden würden, dass es wirklich auch hilft. Ich sehe das bei Rumänien und Bulgarien nur in unzureichendem Maße. Herr Friedrich, danke, dass Sie im Studio waren. Gerne.